Hallo und herzlich willkommen hier Modern Consumer zu einem neuen Part Battlefield 3. Ja, ich weiß, es gibt auch schon Battlefield 4, aber ich habe einfach viel mehr Bock auf Battlefield 3. Eieiei. Und es macht einfach mehr Spaß in letzter Zeit, das zu spielen, als Battlefield 4. Ich kann euch nicht erklären, warum das bei mir so der Fall ist. Aber es ist einfach so. Ich will jetzt hier einfach mal eine Runde Team Deathmatch spielen. Spiel hier wie eigentlich immer und damals auch live. Also live in Ton und in Farbe. Ja! Noch erwischt. Also, ich würde mich würde auch mal interessieren, falls ihr auch Battlefield-Spieler seid, könnt ihr gerne in den Kommentare reinschreiben. Oh, das Ding hat er ja ganz schön klug dahin gelegt. Oh, überall haben sie es hier hingelegt. Und Granate. Oh, 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 oh. Und er rennt trotzdem hin, dieser Heini, ey. Ja, ja, wie das für euch so ist halt alles, ne? Battlefield 4, Battlefield 3, ne? Also viele sagen halt auch, so wie ich, Battlefield 3 hat schon irgendwie mehr Feeling, so. Ich schmeiß hier immer Granaten rein, ist völlig noobig, aber ist einfach so. Oh, das war gerade nicht gut. Und ich muss sagen, die letzten Male, wo ich jetzt einfach so Just for Fun hier gespielt habe, da war ich immer so gut und so weit oben dabei. Oh, 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 oh. Hier weggehen müssen ich. Irgendwo hier sind sie, da ist einer. Noch gerade so erwischt. Jetzt kommt wahrscheinlich einer an, wenn ich hier. Nee. Ah, schade, nur ein Hilfe-Kill. Aber das ist auch immer wichtig, dass man das macht. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das Video gehen wird. Einfach so, wie ich jetzt Lust habe. Einfach mal sagen. Ach, der mit seiner Scheiß. Was ist das? PKP? Shotgun? Das ist echt das Einfachste, was es hier gibt. Deswegen schmeiße ich auch eine Granate, weil das das Einfachste ist. So, da schmeißen wir auch eine Granate hin. Bumm. Oh. Vor allen Dingen schön selber killen damit. Oh, was? Was? Ich habe doch als erster geschossen. Es hat nicht gereicht. Der hat noch 1%. Ist ja klar. So ist das dann immer. Ja, aber jetzt werde ich mich mal eine Runde konzentrieren. Oh, ey, krass. Ich habe sie alle angekörnt. Aber keinen. Der ist schon wieder mit dieser Noob-Waffe da. Es sind. Ja, gut, ich sollte da nicht herablassen drüber reden. Aber ich habe mir jetzt halt zum Beispiel eine Waffe rausgesucht. Yeah. Ich habe mir zum Beispiel eine Waffe rausgesucht, die ich noch nicht so viel benutzt habe. Und. Ja, ich krieg sie nicht. Ja, nachladen. Ich muss erstmal alles nachladen. Und mir macht Team Deathmatch immer relativ viel Spaß. völlig daneben. Weil hier einfach alles so schnell geht, so viel passiert. Gut, dann könnte ich auch Call of Duty spielen, wird einer, der ein oder andere sagen. Aber es ist doch viel cooler hier. Oh nee, und dann kommt einer von hinten an. Ist ja klar. Aber ihr seht, ich habe mich schon nach oben gekämpft. Mein Ziel ist natürlich, Erster zu werden. Ich bin die Waffe jetzt zum Beispiel auch überhaupt gar nicht gewohnt, um mal eine Ausrede zu sagen. Ja, das war natürlich... Oh. Ja, und dann kommt der wieder mit seiner Saiga da an. Ja, ich nehme jetzt nochmal eine andere Waffe. Hier habe ich halt noch nicht viel freigeschaltet bei der Wahl. Wie? Ah, das wäre halt auch eine schön noobige Waffe hier für die Map. Muss man so sagen, wie es ist. Es ist einfach so. F2000 auch. Gesnipert habe ich hier auch früher immer viel auf der Map. Ich wollte auch mal hier so eine... Ja, die wollte ich mal nehmen. Die hatte ich jetzt vor kurzem mal benutzt. Vor allen Dingen mit Schalldämpfer ist es immer extrem praktisch. Na, jagen wir mal eine Granate hin und hier kommt einer. Ja! Wie schlecht war das denn von mir? Meine Herren, noch 5%. Oh Mann, ey. Alter, das war... Das ist an Schlechtigkeit nicht mehr zu überbieten.
Hier oben reingehen ist das Dümmste, was man machen kann. Deswegen mache ich es einfach. Einfach keiner mit rechnet. So, ich habe übrigens 2 Granaten. Warum? Weil ich es kann. Da war hier nicht gerade ein Gegner. Ja, man muss halt auch mal auf dem Radar runter gucken. Und dann weiß man. Dass sie da sind und kaum trifft man einen, trifft einen auch einer. Das ist ja so typisch Battlefield. Vor allen Dingen. Ja, ist auch typisch. Oh, hallo. Ich schieße doch mal meine eigenen Leute an. So. Hier kommt er. Und da liegt er. Von wo? Von wo? Ich bin doch schon längst um die Ecke gewesen. Ich war tatsächlich schon längst um die Ecke. Aber das sagt einem ja wieder keiner was. Oh, da hinten. Ist er da noch? So, da wollte er schon wieder rum. Shotgunnen. Oh, shit. Und ich wusste jetzt nicht, wo ich hingehen soll. Aber, ja, ich bin Erster. Warum? Weil der Erste rausgegangen ist. Vielen Dank. Vielen Dank für nichts. Ich habe ja hier gerade keinen Plan gehabt, wo ich hin soll. Ja, lasse ich die Waffe. Ich lasse jetzt erstmal halt. Ist da alles nichts. Da ist der eine noch. Oh, komm. Das war doch mein Kill. Im Prinzip war das mein Kill. Ja, das Problem ist immer, wenn ich hier mit Battlefield 3 aufzeichne, dann, kann ich nur im Fenstermodus aufzeichnen. Oh Gott, jetzt renne ich in meine eigene Granate rein. Wie er noch die Hand hochhebt. Oh Gott, da kommen 2 Leute an von hinten. Was soll ich machen? Was soll ich machen? So, jetzt machen wir mal hier wieder einen Wechsel. So, es muss immer was Neues geben. So, ein absoluter P90-Noob muss ich jetzt mal sein. Weil, großes Magazin. Großes Magazin. So, da eine Granate hin. Da kann man immer mal was abstauben mit. Ja, zum Beispiel so. Sehr nice. So. Ich weiß nicht, ob ihr hier überhaupt mitkommt bei meinem unglaublichen Tempo. Oh, wie? Der kann doch noch messern in der Zeit, ey. Ich schieß auf den und dann holt er so das Messer raus in der Zeit. Rambo. Ich wollte gerade sagen, wenn ich den jetzt nicht kriege, ist es echt erbärmlich. Das ist erbärmlich. Bumm. Selbst die Granate nicht. So. Wo ich auch mal gerne gesnipert habe, war von hier, weil hier an der Treppe haben die einen immer nicht gesehen. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich habe keine Ahnung, warum. Was ist eigentlich mit meiner Granate los, die ich vor 10 Minuten losgeschickt habe? So. Hilft? Was? Hilfe bei Kill, aber nichts hier selber gekillt oder was? Oh, schnell heilen. Oh, endlich habe ich mal einen Kill. Gibt's denn noch sowas heutzutage? Ja, ja, geh ruhig da in den Keller rein. Nein! Dann kommt er wieder mit der Saiga an. Die Saiga. Ja. Es macht so einen Spaß, dieses Spiel. Und übrigens gab's... Oh nein, ey, ich hasse es so zu spawnen. Und übrigens gab's ja Battlefield 3 vor einer Weile jetzt kostenlos bei Origin. Kostenlos! Und ja, wer sich das da nicht geholt hat, der hat im Prinzip selbst Schuld. An die Ecke muss man eigentlich immer eine Granate schmeißen, weil immer jemand kommt. Irgendwer kommt immer. Irgendwie habe ich gerade nicht gecheckt, was da gerade passiert ist. Ey, das ist so lächerlich, oder? Das ist echt lächerlich, oder? Man schießt schon längst, hat einfach die besseren Reflexe gezeigt. Und bumm, kommt der an. Jetzt nehmen wir mal das Ding hier. Den Laser brauche ich nicht. Im Prinzip hier dieses Taglight ist, das denke ich mir immer so, ist auf so einer Map auch ziemlich fies.
weil die Leute dann einfach so geblendet sind. Ah, den hier oben könnte man sich holen. Ist er denn noch hier? Der ist gar nicht mehr hier. Also ich gucke jetzt wahrscheinlich auch wieder völlig angestrengt und alles, ne? Aber das ist mir egal. Das ist einfach nur mal höchste Konzentration im Spiel. Oh ja, die Waffe rotzt schön raus. Aber ihnen halt nicht. Wie viel hat er noch? 41%? Ja, gut. Oh, wie? Was? Ah, schmeißt man einfach mal eine Granate, ne? Wenn man keine Ideen hat, schmeißt man einfach eine Granate. Oh, ich leg mich mal hier zu. Warum nicht? Oh ne, die Waffe ist scheiße, ey. Die hat ja gar keine Munition drin. Und dann hole ich... die hat ja gar nichts. Die spritzt einmal kurz los. Und dann war's das. Naja. Es muss wieder eine neue Waffe her. Wir brauchen ständig neue Waffen. Vielleicht nehme ich jetzt einfach mal einen Sniper. Vor allen Dingen einen Sniper mit einer P90. Das ist immer gut. Einfach mal... einfach mal mit der SKS hier rum... jumpen. Ja, was hab ich denn da für ein Visier drauf? Ich bin einer, der ständig nachlädt. Hier hinten ist gerade keiner. Ah! Nichts getroffen. Ja, sehr gut. So. Ich werde das jetzt auch mal machen. Das ist jetzt einfach hier sage. Ich stelle jetzt das Ding ja. Oh, das sind meine Leute. Und dann kriegt man ja auch Punkte dafür. Oh, ey, lächerlich. Dann kriegst du Punkte dafür, dass du das einfach da aufgestellt hast. Hm. Oh Gott, da vorne. Danke für die Hilfe. Danke, danke, danke. Danke, 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 danke. Ich bin mit dieser Waffe einfach... das ist nichts für mich. Für mich ist das absolut nichts. Ja, das siehst du hier dran. Dass ich ein ganzes Magazin verschieße. Ah, guck mal, was hier die Punkte regnen. Nur weil ich das Teil da aufgebaut habe. Ja, Visier ist scheiße. Ja, und dann kommt er mit der Saiga wieder an, weil er nichts anderes kann, als die Saiga zu nutzen. Ja, so. Was machen wir jetzt? Jetzt nehme ich... ich habe jetzt vorhin festgestellt, dass man hier auch die Waffen wechseln kann. Ist das nicht krass? Das wusste ich vorher nicht. Ich dachte mal, ich muss dafür in dieses Menü gehen. So, hier mal eine Granate hin. Jetzt muss auch mal wieder ein bisschen Action her. Oh, siehst du? Getroffen. Das Ding hat getroffen. Hab ich hier gerade Noobtube gehört? So sieht's nämlich aus. So sieht's nämlich aus. Da musst du mich nichts nachladen. Aber ich hab halt auch einfach keine Energie mehr. Und auch gleich keine Munition mehr. Wenn das Ding einmal nachladen muss. Er braucht C4. Ist das lächerlich. Jo. Und dann wird man nochmal gemessert. Aber ich habe noch reingeholt. Hier, meine Stats. Bitte Sie sehen. 26-20. Könnt ihr auch mal hier... also, wenn du richtig Eier hast... Es schießt von allen Seiten. Wenn du richtig Eier hast, baust du auf so einer Map hier das Ding auf. Scheiße, ich hab's jetzt zum Schluss nicht. Egal. Machst du den Mörser an. Ja, okay, damit hat mein Team verloren. Auch wenn ich jetzt hier Kaffeemaschine dabei hatte. Ist auch sehr gut, Kaffeemaschine. Ja, also ich weiß ja nicht, ob es euch gefallen hat.
mit meinem Mikro und so und alles, da hört man mich, glaube ich, die ganze Zeit schnaufen und so. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch, schreibt auch in die Kommentare, ja, mach mal lieber Battlefield 4 und den Modus. Ich würde vielleicht sogar nochmal Rush machen und einfach nochmal hier das. Das macht mir so viel Spaß, da nehme ich euch auch gerne nochmal eine Runde auf. Und ja, ich bin auf euer Feedback und auch eure Kommentare sehr gespannt. Habe ich tatsächlich noch was freigeschaltet? Krass hier, ne? Das ist halt, wenn du die Waffen nie benutzt sonst, dann schaltet man auch in so einer Runde nochmal schön was frei. Ja, also, guck mal hier, Kills, beste Serie 4. die Wahl war meine beste. Ja, okay, also ich bedanke mich fürs Zuschauen und ein bisschen Abwechslung ist ja auch mal ganz gut, ne? Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Basti. Willkommen hier, Modern Consumer zu Folge 16 von Ohne Groß nichts los. Es ist soweit und wir haben heute das Team komplett in Gold. Wird es sein, ein komplett goldenes Team mit dem blauen